Jimi Hendrix, Carlos Santana, Ritchie Blackmore, diese Musiker können aus einer E-Gitarre wirklich alles rausholen und zeigen, wie es sich anhört, wenn jemand wahnsinnig begabt ist. In Oberammergau wohnt ein 14 Jahre alter Junge, von dem behauptet wird, der ist ein absolutes Wunderkind an der E-Gitarre. Susanna Eppensteiner ist neugierig geworden und hat Dustin mal besucht. Nein, das ist kein Zeitraffer. Was Dustin auf der E-Gitarre macht, ist beachtlich. Und das mit 14 Jahren. Einen Tag ohne Gitarre gibt's bei Dustin nicht. Ich habe verschiedene Instrumente ausprobiert und habe dann mit 2 Jahren zum Beispiel Schlagzeug gespielt und mit 4 Jahren Keyboard und mit 5 Jahren dann E-Gitarre. Ich habe gleich damit begonnen und mit 7 Jahren dann E-Bass und mit 9 habe ich dann Gesang angefangen. Schon früh merken seine Eltern, beide Berufsmusiker, dass Dustin großes Potenzial hat. Die Techniken lernt er von seinem Vater. Vieles bringt er sich auch selbst bei. Also er ist auf einem sehr hohen technischen Niveau inzwischen. Das war schon, wo er dann so mit 9 die ersten Erfolge hatte. Und dann ging das immer weiter und dann so mit 11 den ersten TV-Auftritt und Radio und was so alles noch kam. Und da hat er auch schon als Studiomusiker gearbeitet. Naja, ich bin schon stolz, ne? Gerade bastelt Dustin an seinem ersten Album. Den Song No hat er schon fertig. Seine Lieder komponiert Dustin am liebsten in den Oberammergauer Bergen. Sein größter Traum? Einmal in Amerika auftreten. Dafür würde er sogar seine geliebten Berge verlassen.